So, die sollten erstmal reichen. Na, das wird gar nicht mal so trivial. So, also nochmal. Dann haben wir noch genug Anoden. Achso, die Kathoden, sagte ich. Brauchen wir? Genau, mit der Redstone-Fackel, da müssen wir uns auch nochmal ein paar machen. Ach Mist. Wir sind schon wieder übervoll. Okay. Dann wird jetzt hier knallhart Zeug reingeschmissen. Das reicht jetzt. Eimer weg. Das Ding brauchen wir eigentlich auch nicht hier. Passt nicht rein, also daher. Okay. Was habe ich jetzt gesagt? Kathoden. Acht Stück. Damit müssten wir jetzt auskommen. Hoffe ich. Gleich alles hier runter. Das werden wir jetzt brauchen. So, also. And, ne? Genau. Also, wir brauchen diese Stone-Anoden. Stone-Kathode. Viermal. Und unten Stone-Wire. Oh, das kann ich nie mehr Leben merken. Okay, 4, 2. Na, meine Güte. Kathode, so. Dann. Ich glaube so, ne? So. So vielleicht? Und. Jetzt noch ein Wafer? Nein, umgedreht. Ich glaube so. Nein, ach scheiße, das sieht irgendwie alles gleich aus. Ich muss mir das jetzt hier ein bisschen notieren. Also hier A, Anode, Kathode. Unten Wire und links und rechts Wafer. So, gut. Eine Frau hätte sich das gemerkt, ein Mann nicht. Also Anode, dann Kathode, sind jetzt alle. Ah, haben wir nur noch eine? Nee. 1, 2, 3, 4, dann Wafer hier und was sag mal jetzt? Ach hier. Sehr schön. Na endlich. Dann haben wir dieses Endgate. Oder und, ja. In Deutsch halt und. Das brauchen wir. Dann können wir das abhaken. Was fehlt uns noch? Jetzt fehlt uns noch ein Puffergate. Das braucht man nicht zwingend, aber macht die Schaltung sehr schnell und komfortabel. Deswegen bauen wir das auch noch. Also, Puffergate. Wo bist du? Hier müsste es sein. Ach, dieselbe Scheiße in grün wieder. Also. Anoden hier. Kathoden da. Hier die Wire. WI. Da unten ist noch ein WI. Und hier wieder Wafer. W. Na, ich schreibe mir das hier gleich mit, weil... Das ist mir zu blöd. Also, Anode, dann Kathoden. Na super. Haben wir echt keine? Doch hier. 1, 2, dann Wire. Scheiße, Wire haben wir nur noch eins. Das ist doof. Ich nehme an, dass das Wire einfach so ist. Ja.
Okay, also nochmal. Anoden hier. Dann Wafer hier. Dann Wire. WI ist Wire, ne? Das reicht immer noch nicht. Ach Mensch, Kruzifix. Das reicht aber gleich. Ich muss mal echt einen Sack voll von dem Zeug machen, dass da Ruhe im Karton ist. So, jetzt aber. Nochmal eine ganze Geschichte von vorn. Also die Anoden hier. Dann WI, WI, WI. Dann die Kathoden. Sehe ich sie wieder nicht mehr. Ach Mensch, Maius. Ach hier. Okay. Und die Wafer. Sehr schön. Puffergate. So. Jetzt schaue ich schnell auf meine Liste. Jawohl, jetzt haben wir alle 7 Sachen beieinander. Wir können loslegen. Nein, können wir nicht, weil wir noch Kabel brauchen. Aber zuvor mache ich hier eine Pause. Mit Metall irgendwas. Vielleicht so? Nee. Auch nicht. Ah, hier so. Die brauchen wir. Da brauchen wir ein paar mehr. So. Und so. Immer gerade Zahlen hier machen. So, und jetzt brauchen wir Wolle. Gucken, was wir für Farben haben. Oh, aber jetzt. Kabel. Im Endeffekt ist mir die Farbe egal. Achso, wir müssen erst die Wolle färben. Ach, das ist ein Scheiß jetzt. Das geht hin und vorne wieder nicht. Dass das nicht funktioniert hat. Ja gut, graues Kabel geht im Grunde genommen auch. Wir müssen nehmen, was da ist, Leute. Das zählt alles nichts. Ich habe jetzt nicht genug weiße Wolle. Okay, dann haben wir schon mal graue Kabel. Dann brauchen wir eine Pause. Moment. So, also. Ich hätte jetzt gerne rote Kabel gehabt. Na gut. Nee, das kommt nicht herein. Schwarz. Grün. Kann man auch nicht färben. Das ist jetzt echt saudoof. Anders kann ich das nicht sagen. Dann müssen wir wahrscheinlich tricksen. So. Und jetzt kommt hier unten drunter. Na super, scheiß Gravel. So, dann kommt unser Transmitter, also einer. Der kriegt die ID 3. Jetpack leer. Geht wirklich alles schief irgendwie. Da ist ja Eisen. Da ist nochmal Eisen. So, bloß ich kann das nicht aufnehmen, weil ich jede Menge Gerödel hier rumliegen habe. So, dann Steine hinein. So, dann
Transmitter, der kriegt die ID 4, draußen der 3, der hier ID 4. So, dann kommt die Platte hier wieder hin und das ebenso Erde. Juckt mich jetzt erstmal nicht, ob das funktioniert erstmal. Den Laden aufräumen. Okay, dann haben wir die Sender schon mal hier drin, das heißt, wir können ja empfangen. So, und jetzt müssen wir hier was Schickes aufbauen. Erstmal die Empfänger für unsere Signale von den Platten, ja? Okay, also. Mal gucken, wo wir da am dümmsten anfangen. Platzmäßig, ja, das ist wichtig. Das kommt weg. Hier einer. Hier einer. Das ist ID 4. So. Dann kommt da dran diese T-Flip-Flops. So hier. Und dann hier Timer. So. Also die sind fast gleich hier, ne? Wenn man das so sieht. Schalte jetzt mal beide um. So. Also wenn wir jetzt hier drüber gehen würden über so eine Platte, dann, also egal über welche, ja. Und da stimmt was nicht, Moment. Dann würde das T-Flip-Flop hier umschalten, der Timer umlaufen. Ja, und das würde der immer machen, sofern erst das T-Flip-Flop nicht selber zurücksetzen kann. Und das geben wir Ihnen jetzt mit. Fix geht das Scheiß schon wieder los. Ich brauche mehr Felder. Das ist mir alles viel zu wenig. Ich kann so nicht bauen hier. So, dann kann der sich selber resetten und das T-Flip-Flop zurücksetzen. Ja, so funktioniert das. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, das ist 4, ne? Das sehen wir dummerweise jetzt nicht. Aber er hat es gemacht. Größere Zeit nehmen. Ein größeres Zeitfenster eben. Läuft da einmal rum und bleibt dann stehen. Und das brauchen wir deswegen, weil wir gehen über die erste Platte, dann läuft der. Und sofern ich in einem vorgegebenen Zeitfenster über die zweite Platte gehe, dann wollen wir eine Aktion haben. Und die machen wir mit unserem Endgate. So, das Endgate, da müsst ihr aufpassen, es hat drei Eingänge. Also links, rechts und hier hinten. Und das braucht einen vordefinierten Zustand. Hier. Ja, das ist an der Digitaltechnik überhaupt so. Bei ICs, also nicht belegte Eingänge, müssen auf ein fest definiertes Potenzial gelegt werden. Das machen wir ja auch. Dann. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky. Dieses Puffergate, was ich jetzt hier einbaue, das hat zwei Funktionen. Also einmal leitet es das Signal, dass wir beide Platten betätigt haben, nacheinander. Ja, leitet dann hier einen Impuls durch und gleichzeitig werden die Timer zurückgesetzt. Das hat den Vorteil, dass diese Schaltung sehr schnell ist und sobald ich ein Bar habe, dass das Licht dann angeht, werden sofort die Timer zurückgesetzt. Das heißt, die Schaltung ist sofort wieder betriebsbereit, egal ob ich hier große Zeitfenster eingestellt habe, zum Beispiel 5 Sekunden oder nicht. Ja, ich will das jetzt nicht erklären, ist mir ehrlich gesagt zu kompli. Das sitze ich morgen noch. Okay, und dann brauchen wir wieder ein Toggle-Latch, falsch. So, also das Toggle-Latch schaltet immer dann um,
hier hinten, wenn wir über die erste Platte gegangen sind, dann vergeht eine gewisse Zeit, dann müssen wir über die zweite Platte gegangen sein, ansonsten passiert nämlich gar nichts. Und dann, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, schaltet dieses Endgate durch, resettet gleich den ganzen Kram hier hinten und schaltet unser T-Flip-Flop um. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Ausgang und den müssen wir so abgreifen, dass sich das hier nicht verbindet, nämlich mit einer anderen Farbe. Grau. Und jetzt könnte man hier wieder einen Wireless-Transmitter dran machen. Oder eine Lampe in dem Fall direkt. Warum verbindet er sich jetzt nicht? Stimmt doch, oder? Ja, so ist auch gut. So ist eigentlich auch gut. Passt so. Und denen geben wir jetzt die ID 2. Die nämlich von unserem Licht. Ja, aus wollte ich das eigentlich nicht. Dann halt so. Ach so, jetzt muss ich das nochmal betätigen. Genau. Stimmt das jetzt? Nö, das brauche ich gar nicht, das Flipflop. Das kann ich mal hier sparen, denke ich. Weil der ja hinten, wir haben ja schon einen T-Flipflop, ne? Also können wir das so machen, so machen. Sehr schön, dann kann ich das noch sparen. Okay. Ja, machen wir mal einen Test. Licht ist an. Licht ist aus. Jetzt kommen wir wieder. Licht ist an. Und wenn ich hier jetzt einfach drüber gehe, passiert überhaupt nichts. Also ich kann über diese Platten gehen, unser Licht bleibt an. Ich setze jetzt hier hinten mal die Zeit ein bisschen zurück. 3 Sekunden sollten ja reichen. Die kann ich auch unterschiedlich setzen, ja. So. Jetzt verlasse ich meinen Raum wieder. Ich muss innerhalb halt von 3 Sekunden über beide Platten gehen. Sonst schaltet er nicht mehr um, ja. Dann muss ich das nochmal machen. So, da haben wir ja einen Haufen Platz hier gespart. Ja, und dieses Ding ist auch wieder sehr kompakt. Das jetzt zu zeigen ist schwierig. Ich mach's mal so, vielleicht kann ja der ein oder andere ein Standbild für sich machen. So schaut die ganze Geschichte aus. Und